Klein Dirk schon immer mit dabei. In frühester Kindheit hat er schon den Bacillus geschnuppert. Ja, wenn man das vergleicht, heute fahren die Trail-Experten natürlich einen ganz anderen Parcours. Aber es war gut für mich. Dort habe ich das 1x1 der Motorradfahrkunst natürlich gelernt, von der Pike auf. Klein Dirk wollte nach Hause, nicht? Eine Bahnmaschine musste her, denn es waren nicht genug Zuschauer dort. Von Jürgen Steffen aus Itzehoe, eine alte Langbahnmaschine, hier schon beim Zusammenbauen. Restlos entrostet, neu lackiert und die Feinarbeiten hier, die Stoßdämpferaufnahme vorne für die Telegabel. Das wurde damals alles selbst konstruiert, gebaut und verbessert. Ja, und die Frauen immer mit in der Werkstatt, das gehörte sich einfach so. Abends ging man nicht in die Disco, nein, man musste mit anpacken. Und jetzt die ersten Tests hier in Jübeck auf der total trockenen und staubigen Langbahn. Meine ersten Gehversuche mit der ersten 500er Maschine. Hubert Fust. Viele Rennfahrer hat er schon zu diesem Sport gebracht und eingeführt. Auch er seine Verantwortung für. Und hier sehen wir Elmshorn auf der schönen Pferdetrapprennbahn, aber immer 12 oder 15 Mann am Start. Qualifikation geschafft. Und mit einem unglaublichen Kampfeswillen habe ich hier bei meinem zweiten Rennen überhaupt, leider vom Nordmarkkurs, das erste Rennen 1970 haben wir nicht drauf, aber hier 1970 das zweite Rennen. Und schon gleich hier ganz außen greife ich an auf der Außenbahn und hole mir einen Fahrer nach dem anderen. Denn ich hatte nur ein Motorrad mit 19 Händerrad und natürlich Vierganggetriebe. Und die anderen hatten alle schon die Drop-Getriebe und die Jet-Motoren, ich noch mit den Jagdmotors. Ja, das war mein ganz, ganz großes Glück, dass ich damals immer die Filme selber schon geschnitten habe. Und das Ergebnis, das seht ihr jetzt ja auch in dem Rest des Films. Und das war die Ausbeute meiner ersten Saison 1970.